Eins, Start. Na los, na los! Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Sendung heute Abend hier. Jetzt geht's weiter mit Assassin's Creed Odyssey. Ja, die lange Reise geht weiter. Ich bin der Loris. Ich bin die Cassie. Und zusammen ergibt das Lucas. Ganz genau so mäßig so. Ja, was machen wir denn heute? Hatten wir doch schon irgendwas geplant? Guck mal, vom Schiff haben wir irgendwas Neues gekriegt. Achso, da war diese eine Besatzung, ne? Weißkämpfer, ja. Die Töchter der Artemis sind ja besser. Ja. Hat nicht jeder so, weißt du? Ich finde das besser. Aber hier haben wir schon lange nichts mehr gefunden, ne? Guck mal, hier noch. Minotaurus, ja. Nee, den will ich aber nicht. Ich mag den Art. Ja. Da werden wir auch beneidet. Der ist voll selten, aber irgendwie voll so average, weißt du? Ja. Kultistenfisten wollten wir, ne? Genau. Da gibt's auch, glaube ich, eine, die ganz weit am Arsch der Welt ist, aber vielleicht können wir uns die heute mal greifen. Dann hätten wir nämlich hier wieder so ein Ding weg. Mhm. Und das gibt dann nochmal mördermäßig zusätzliche Erfahrungspunkte. Genau. Aber dann hätten wir hier... Was? Wir haben hier schon den... Ah, das war dieser Söldner, ne? Der Anführer von irgendwas. Komisch. Nun gut. Na, stoße nach Argolis vor. Wo ist denn Argolis? Ich glaube, da wollten wir auch gerade hin. Nach Argolis? Ja, guck nochmal die Quest, die wir gerade hatten. Da, genau. Ah, ne, das war... Aliki-Steinbruch, ja. Wo ist das denn? Aber den wollten wir auf jeden Fall machen. Okay, der Aliki-Steinbruch. Da üben. Da üben. Ah ja, da liegt auch schon unser... Wo sollten wir hin vorstoßen? Aliki. Verdammt. Ich hab einen Gehirn. Echt? Den Sieb, glaube ich. Ich dachte, ich hätte deins. Oh, hab ich dir da meins gegeben? Argolis. Aber was genau ist Argolis? Und wie kommen wir da hin? Da ist Argolis. Ja. Da war er schon. Da waren wir schon mal, ja. Da gibt's. Willst du das als erstes machen? Nein, jetzt komm. Jetzt sind wir hier. Jetzt sorgen wir hier auch für Ungemut. Ja, das gehörte nämlich dafür zu einem Gebiet, was wir letztes Mal gemacht haben. Jawohl. Mit ja mehrere zusammenhängende Inselchen. Sehr wohl, Madame. Richte dich mal schön ein. Ja, aber. Arbeiter wissen bestimmt, wo ich den Arzt finde. Es ist nicht der Pentelikon, doch der Marmor ist trotzdem beeindruckend. Die lassen mich das nicht einfach nehmen, ne? Weiß ich doch nicht. Du musst mal vorsichtig nachhaken, oder ist da keiner? Nö, irgendwie. Die Schätze sind mir die liebsten. Ist noch nicht mal stehlen. Hm. Ja auch nicht. Jihau. Da stehen zwei Wachen rum so, aber die machen ja nicht viel. Ne, das sind nur einfache Stadtwachen. Athena, ne? Das ist Athena Herrschaft hier. Mhm. Na gut, dann sagen wir mal Schock. Hier. Sagen wir hier mal Hallo. Das Moin. Nein, nein. Bitte geh. Wir wollen keinen Ärger. Ich will keinen Ärger? Ich will auch keinen Ärger. Ich brauche nur ein paar Antworten. Auf welche Fragen? Dein Freund sieht schlecht aus. Er ist sehr krank. Sein Verstand ist vernebelt. Wir brauchen den Arzt. Aber ich dachte, der Arzt wäre hier. Der Arzt ist fort. Er wurde... Fungeln... Fingeln...
Gefangen? Verzeih, Worte sind schwer. Mein Gedächtnis, mein Verstand ist im Nebel. Meistens, wenn der Arzt nicht zurückkommt, bin ich bald wie er. Männer brachten den Arzt zu den Minen nördlich von hier. Er ist schon sehr lange fort. Ist dir etwas zugestoßen? Etwas, wodurch du im Steinbruch gelandet bist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Arzt uns gerettet hat und sich um uns kümmert. Aber ohne den Arzt und seine Medizin ist es schwer, wieder gesund zu werden. Was ist das für eine Seuche, die hier die Leute befällt? Erzähl mir von dem Arzt. Gute Frage, nächste er Frage. Er ist ein guter Mann. Er macht die Medizin und heilt uns von unserer Krankheit. Bist du da sicher? Der Arzt sagt, es braucht Zeit. Deshalb brauchen wir ihn zurück. Bald. Ich suche nach ihm. Bring, oder er macht dich hier süchtig. Bring ihn zurück, bitte. Sie brachten ihn nach Norden, zu den Minen. Hey, hört von ihm zurück, Söldner. Misch dich nicht ein. Das wollen wir doch mal sehen. Na gut, jetzt wollen sie uns ans Leder. Könnt's einfach nicht sein lassen, ne? Nee. Der Schild bringt überhaupt nichts gegen diesen Speer. Fällt dir das schon mal auf? Ja. Guck mal, der jetzt hier. Kopf. Und Nase. Oh, er ist aber hier. Er macht das schon wieder. Wenn ich gerne. Eine Uhr, genau. And stay down. Aber was für eine Krankheit. Raubt den Leuten den Verstand und ist offensichtlich ansteckbar und so häufig, dass sie alle im Steinbruch befallen sind. Syphilis. Syphilis? Mhm. Aber Syphilis ist auch ansteckend durch Sex. Ja, aber die treiben es doch hier nicht alle miteinander. Weiß ich, das geht glaube ich auch anders, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Das hatte ich in meiner Serie. Genau, der Mann hatte Syphilis und wurde dadurch bekloppt. Die Frau hatte aber schon länger nichts mehr mit ihm, weil er sowieso nur mit anderen Frauen ins Bett gesprungen ist. Aber sie hat nach seinem Tod die Bibel von ihm genommen und hatte dann auch Anzeichen von Syphilis. Also kann man das auch anders übertragen. Also Tröpfcheninfektion möglich, okay. Ja, aber so genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Das weiß ich halt nur durch die Serie. Ein anderer kam dann nämlich drauf und meinte, so könnte es sein, dass er das hatte. Und halt überleg mal, und du jetzt? Der Arzt muss hier sein. Ja, dann sagen wir doch da oben mal Hallo, nicht wahr? Die Hephaistos-Insel, das ist ein ganz berühmter Ort. Hephaistos generell. Der Name. Hephaistos ist der Masterschmied von den griechischen Göttern. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Ja, aber der Doc ist doch gleich hier. Mal beide auf einmal. Hier machst du sicher keinen. Mit so viel Silber ist Tassos fast so reich wie der attische Seebund. Voll aus dem Bild getreten. Was? Ich brenne? Wer hat sich denn da jetzt angezündet? Okay. Hui!
Ich weiß es auch nicht, ich höre es ja gerade nur. Oh Gott, und das ist noch so ein Elite-Spongo. Und? Er hat sich selbst abgefackelt. Elite-Spongo mit einem Schuss, hast du gesehen? Boah, das geht natürlich auch nur mit dem guten Schuss. Das ist der Schuss für meine guten Freunde. Ein Satz, ja, ist ja irgendwo ein Satz. Ja, wirst du schon finden, wenn du da drinnen bist. Wahrscheinlich in der Höhle, ne? Ja, hier draußen, wer hätte der Adler das sofort gesehen? Da kannst du eine Plünderus machen. Was? Da war schon. Da sind die Minen. Ich schätze, da drin finde ich mehr als nur Silber. Silber wäre aber schon nicht schlecht. Ah, ich nehme Silber, ich nehme Eisen. Was ist mit ihm? Hm? Ah, ich sehe den Schatz schon. Oh, schaut mal. Oh, jo. Ich sehe schon. Jetzt habe ich mal gerade nicht geguckt, keine Qualitätskontrolle gemacht. Schon fängt's an. Warum tut es lacken? Finde ich gar nicht toll. Keine Ahnung, woran das liegt jetzt. Kleiner Blick, Freunde, wir machen mal eben ein Check-up von unserer Internetleitung. Ob es daran wieder mal liegt oder nicht. Wobei, ich bezweifle, irgendwie habe ich das Gefühl, das liegt nicht am Internet. Sondern an Unity, meinst du? Dann sagst du ja. Ach, an Twitch, Mann. An Twitch. Guck mal lieber so Richtung Eingang, damit du siehst, ob dich an die einer aufs Smolchen haut. Wenn, dann kommen sie von da. Das wäre nämlich jetzt ausgesprochen bitter. Jetzt leckt es auf jeden Fall. Ja. 6-1, ja. Können wir mal über London gehen? Warum nicht? La 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 la. Willkommen im Laviland, Lavi Lavi La. Nö, Alter. Das ist unsmoothig. Das klappt also auch nicht. Verbinden.
online geht auch nicht. Obwohl? Nee. Alter. Na, dann stell ich mal wieder auf Amsterdam. Ja. Ich krieg die Krise. Das müssen wir uns ansehen. Haltet die Augen offen. So, dann starten wir mal das Modem neu. Yippie, ja. Das wird nicht ungestraft bleiben. Gefunden. Toll. Weiß ich nicht von hinten. Ich wollte jetzt nicht rennen. Ja, liebe Leute, die ihr noch auf der Aufnahme zuschaut, es ist mal wieder soweit. Das Internet hat schon wieder versagt. Internet ist für ein Arsch. Das Internet ist für ein Arsch. So kann einem auch jeder Spaß. Ja, wo kommt denn jetzt der nächste Wichser her? Ich hab jetzt keine Zeit für euch.
Ja, das ist natürlich jetzt hier wieder großartig. Tja, früher war das mal gut. Das Problem ist behoben. Genießen Sie Ihr superschnelles Breitbandinternet. Ja. Vielleicht sollten wir am Freitag vor dem Stream immer das Modem schon mal neu steuern. Wenn das jetzt auch läuft. Jemand muss hier sein. Wäre zumindest schon mal eine Idee, ja. Ja, verstanden. Bleib wachsam, Soldat. Siehst du was? Nichts. Ich will wissen, wenn sich was rührt. Ich höre und gehorche. Was? Du solltest nicht hier sein. Hm? Bist du tot? Die zwei Götter! Gib mir das nicht! Ja. Mi oh mein. Ach ja, Kopfhörer anzunehmen, wäre wieder hilfreich dann. Ja. It shall go on. Es geht weiter, meine Freunde. Es geht weiter. Also, pauschal schon mal Modem neu starten. Jeden Abend vor dem Stream. Alter, das ist... man kommt sich zurückgesetzt irgendwie so in... Neandertal. In die Zeit so... Bitte hilf mir hier raus. Anfang der... Ich dann folge mir. Ich kenne einen geheimen Ausgang hier lang. 2000er Jahre so. Connection Issues. Vampi, schreib mal was. Bitte irgendwas. Irgendeiner mal bitte kurz was schreiben. Okay, jetzt funktioniert der Chat auf dem Notebook nicht. Refresh. Einen wunderschönen guten Abend auch an dich, Davy. Ah, oh, er ist da. Ja, er ist da.
Er ist da! Schreib noch mal was, bitte. Ah ja, sehr gut, danke. Fail hat bestanden. Endlich frei. Ich wusste, Sie können mich nicht ewig festhalten. Du musst mir nicht danken. Doch, doch. Vielen Dank für meine Rettung. Aber ich muss zurück. Meine Schäfchen warten auf mich. Haben sie dich geschickt? Ich weiß wirklich nicht, von welchen Schafen du redest. Nein, nein, meine Schäfchen sind keine Tiere. Sie reden, wenn auch ein bisschen langsam. Du sprichst von den Arbeitern im Steinbruch. Ja, ja, meine Schäfchen. Ich pflege sie und gebe ihnen Medizin. Im Gegenzug helfen sie mir bei meinen Forschungen. Meine Schäfchen bedeuten mir sehr viel. Mhm. Also macht sie trotzdem krank. Ja, ja. Ich habe nie genug Schäfchen. Schließt du dich meiner Familie an? Es wäre eine große Hilfe bei meinen Forschungen. Da macht sie krank. Keine Chance. Ich bin kein Versuchskaninchen. Wie wär's mit einer Regelung im Todesfall? Nein. Ein großer Verlust für die Forschung. Die Medizin, die ich mache, ist sehr lecker, weißt du? Erzähl mir von dieser Medizin. Ach, die Medizin. Ich gebe sie meinen Schäfchen, wenn mein Spezialtonikum Nebenwirkungen hat. Manchmal ist es zu stark. Nebenwirkungen wie Gedächtnisverlust? Ja, du weißt davon, dass meine Schäfchen... Es ist meine Schuld, ja, ja. Und doch gibst du ihnen weiter das Tonikum. Ich hatte keine Wahl. Ich wurde dazu gezwungen. Aber ich mache es wieder gut. Ich mache es immer wieder gut, ja, ja. Ja, 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 ja. Hm. Am Arsch, Digga. Der klingt aber auch nicht mehr ganz frisch, wenn du mich fragst. Die Leute, die dich entführt haben, wer sind die? Es war der Kerl mit der Augenklappe. Er führte die Befehle des Glatzköpfigen aus. Sie wollten mein Tonikum und zwangen mich, noch mehr herzustellen, diese Schweine. Malaka! Ich hatte keine Wahl. Sie hätten meine Schäfchen ermordet. Dann sperrten sie dich ein? Nun, sie wollten mich nicht mehr zu meinen Schäfchen lassen, also habe ich ein paar von ihnen vergiftet, ja, ja. Niemand kann mich von meinen Schäfchen fernhalten, ja, okay. Ja. Okay. Alter. Haben diese Schäfchen eine Vorgeschichte? Ich weiß es nicht und ich muss es auch nicht wissen. Ich weiß nur, dass ich ihnen in einer Höhle wie dieser hier mein Tonikum geben musste. Wenn es versagt, behalte ich die Schäfchen und kümmere mich um sie. Das muss ein besonderes Tonikum sein. Ja, ja, es macht die Schäfchen so stark. Doch, wie gesagt, die Nebenwirkungen können sehr ernst sein. Ah, ich verstehe. Habe ich etwas falsch berechnet. Meine armen Schäfchen. Ich brauche diese Medizin. Gib sie mir. Was? Aber warum denn? Dazu bin ich nicht verpflichtet. Das werde ich nicht tun. Nein, nein. Umlegen? Nee, ne? Zu früh. Ich brauche die Medizin für einen Bekannten. Er leidet unter den Nebenwirkungen deines Tonikums. Was? Das kann nicht sein. Du lässt doch keins deiner Schäfchen im Stich, oder? Ich lasse meine Schäfchen nicht im Stich. Aber es braucht Zeit, es herzustellen. Ja, ja. Zuerst erledige die Malakes, die mich von meinen Schäfchen fernhielten. Sie sind in der Festung, die Straße runter. Ja, ja. Ich kümmere mich um sie. Bei meiner Rückkehr erwarte ich die Medizin. Ja, ja, ich brauche Zeit, um die Zutaten zu sammeln. Vielleicht willst du dich erstmal in der Stadt Thassos umsehen. Dort sollen komische Dinge vor sich gehen, ja, ja. Dieser Medizin könnte Neleos helfen. Doch zuerst kümmere ich mich um den Führer des Arztes. Auf jeden Fall hat der Typ einen Freifahrtschein in die Klapse verdient, ja. Ja, nicht mal auf der Fahne. In die Klapse? Ja, ja. So, da ist er, der Wanderweg des silbernen Vorgebirges. Und da ist die Festung. Oh. Ja, bei der Gelegenheit werden wir mal den Wanderweg des silbernen Vorgebirges sehen. Ich freue mich immer über Wanderwege. Ich bin ein alter Wandersmann und habe keine Hosen an. Naja. So viel Information, dankeschön. Wo ist denn jetzt der Wanderweg? Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Er schießt weg. Wo ist er? Entschuldigung, ich habe heute Abgasprobleme. Es kommt aus allen Löchern. Wo ist dieser Wanderweg? Digga. Da oben? Ja. Ugh.
ist es, ja. Klingt, aber ich sehe nichts. Oh, jetzt streamt er gerade gar nicht mehr. 0 kb. Hä? Hä? Aber, naja. Entschuldigung. Ja, vorhin hatte ich die ganze Zeit immer nur ein Auge drauf. Jetzt gucke ich einmal weg und dann ist das schon wieder. Sollte man nur noch darauf gucken, was langweilig ist. Nur noch so auf dem Laptop so. Was passiert da? Machen hier nochmal den Plinkversuch. Irgendwo wird das dann sein. Da. Ja, in der nächsten Höhle. Ja, ja. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Da ist etwas ausgelöst worden. Snake! Ja, das Streaming-Programm, ich habe diese RC1, ich dachte, das wäre eine gute Idee. RC2 von der neuen OBS Studio Software. Und das ist offensichtlich noch ein bisschen buggy. Ich habe aber jetzt heute, weil wir heute so viel unterwegs waren, irgendwie nicht die Zeit gefunden und die Muße. Da geht's zurück, ne? Warte mal, ich bin gerade da geht's weiter. Nicht die Zeit und nicht die Muße gefunden, wieder ein Downgrade auf die 12er zu machen. Also hier waren wir noch nicht, da ist eine Schlange. Also gehst du doch morgen lieber zu Timmy. Weiß ich noch nicht. Es kommt ja auch drauf an, ob der Zeit hat morgen. Muss er doch heute das schon wissen, oder? Stopp. Nee, es entscheidet sich morgen. Im späten Nachmittag. Ach so, Schlange, Schlange, Schlange. Ich kann sie riechen. Hä? Ziege? Ziege. Ziege! Die Schlange lebt noch, weil du hast 2 mm davor getroffen. Ich mag dieses Geräusch, ich weiß auch nicht warum. Noch eine Ziege? Hab ich doch gerade Hörner gesehen. So eine Ziege niemals in einer dunklen Höhle lebt. Das ist aber verdammt verzweigt hier. Ja. Aber ganz viel Zeugs und das macht mich glücklich. OBS 23 RC2, Baby. Stable ist OBS 22 jetzt eigentlich. Gibt's auch nicht über die normale Repository, sondern muss auf. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Du musst auf GitHub gucken. Weil die Unstable, die nutze ich, weil die einen neuen Nvidia-Encoder hat. Stopp, du bist wieder bei den Silberminen. Ja. Und ich habe mir da viel von erhofft, von dem Encoder. Der ist leider ebenso
unstable. Deswegen benutze ich jetzt eigentlich wieder den alten Encoder, aber mit der neuen Software. Der Intel Encoder war leider nicht so, auch nicht so das Tolle. Unter gewissen Umständen ruckelt das Intel-Ding nur noch. Und das gefällt mir halt dann überhaupt nicht, also. Der ist leider nicht so performant, wie ich dachte. Das hat zwar ganz gut ausgesehen in den ersten Tests, aber im Dauer... Dauerbetrieb nicht. Ja, ja, ist okay, so sagst du? Okay, dann bin ich ja froh. Hui! 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 Gesamte Lage abgefackelt, aber der Mann steht. Da ist noch einer, und zwar leicht links von dir. Drei Wettertaft. Genau an der Spitze von diesem Gebäude steht der. Da unten neben den Kriegsverband, meine ich. Die anderen suchen sich dich noch und sind versteckt. Ich weiß nur nicht, ob der andere dich gleich sehen kann. Dann soll er doch hier raufkommen, wenn er das kann. Wenn du da jetzt hoch auf den nächsten Felsen gehst, kannst du vielleicht runter schießen. Diesen linkischen da. Den da? Mhm. Der dauert ab. Ne, ich dachte nur, wenn du da drauf stehst, kannst du die von da aus gut abschießen, dachte ich. Die sind gerade und da brauchen die erstmal 10 Jahre, um dich wiederzufinden. Den hab ich gesehen, ja genau. Muss ja nicht unnötig komplizierte Schüsse machen. Es kam von da drüben. Jetzt lernst du Spaß, das zu machen.
Ja, wo der her weiß, wo das herkam, da hat er die Falle gesehen, dann war klar. Ich habe mich nur gefragt, wo der Typ herkommt. Da hatte den nämlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich wusste, dass da noch zwei kleine rumrennen. Beziehungsweise drei. Aber einen so einen dicken wusste ich nicht, dass da noch einer ist. Da unten ist auf jeden Fall noch einer geradeaus. Im Gebüsch. Da links ist er abgedreht. Da. So, dann weiß ich nur noch von einem einzigen auf der Mauer. Geradeaus ist noch einer und auf dem Turm. Ob jetzt der direkte erste Turm oder so, weiß ich nicht. Gerade was gesehen. Aber ich dachte, den hätten wir ledig gehabt. Nee. Ha. Den links hinterher noch. Ah, gut. Ich bezahle jeden, der für mich segelt, anders als andere. Kannst du nochmal looten? Mehr Rammschaden, okay. Jetzt habe ich gerade statt Rammschaden Rammschaden gelesen. Da ist er. Ja, wir brauchen aber noch Sätze, Kriegsvorräte 1, 1, okay, da fehlt er noch. Zwei Schätze noch. Mein Gott. Dahin. Da ist auch noch einer. Ja, das müssten dann alle sein. Da ist er. Also alle Schätze und so, glaube ich. Hier drinnen. Aber wir sollten zu dem einen als erstes gehen, weil da auch der Wachturm ist. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. So das Ding nicht auf einmal doch aus Versehen anmachen. Weißt du, das ist so schnell passiert, dass die das Ding aus Versehen anmachen. Durch das Gebäude wieder nach unten und den Schatz nur eben einsammeln. Ja.
Oh, schön sieht die aus, die Truhe. Oh, Miss Herakles. Hm. Einen neuen Bogen. Der ist tot. Hat sich seiner so überlegt, okay. Warte nicht. Ja, warte, nö. Ja. Ruhe in Frieden. Oder in Unfrieden. So. Ja. Haufen gesprungen, ja. Geil. Ach, kommt drauf an. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, stinkig. Doch, riech doch mal. Ach so, ja. Da ist aber Stroh, damit kannst du es wegmachen. Irgendwo in einem mittigen, mittleren Gebäude war, glaube ich, der andere Schatz. Okay, da ist schon mal einer der Leute, die ihn umbringen sollen. Da runter, da ist der letzte Schatz. Ich hab den Schatz verloren. Der. Jetzt mach erstmal den da unten weg. Und dann musst du nach rechts. Da. Da, da. Ja, da, da. Da musst du da drüber sein. Oben irgendwo oder was? Ja, auf jeden Fall muss er doch über die Mauer. Und dann muss ich selbst erstmal die Orientierung wiederfinden, wo du da bist und wo denn jetzt letztendlich der Schatz ist. Also kannst du ihn natürlich jetzt auslöschen, damit er jetzt gleich im Weg stehen. Items mitnehmen. Und dann drehen. Richtung H-Ziel. Müsste da in dem Gebäude sein. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Wird aber nicht mehr angezeigt, ist er? Ja, ich weiß, aber ich wusste noch so ungefähr, wo es ist. Aber natürlich auf dieser Seite der Mauer. Okay, wo kommt man denn da rein? Da. Hier. Dann wahrscheinlich. Nee, nicht von der Seite, von der anderen Seite. Da unten irgendwo.
Tag. Ja, der ist über uns. Wir müssen jetzt noch... Ja, auf jeden Fall nicht... da raus und dann links gucken. Da. War das gut versuchen. Dann müsste er halt, wie gesagt, über uns sein. Ah ne, das ist ja da, wo wir gerade waren. Hä? Mhm. Ich glaube, kannst du hier irgendwie hochklettern, innen drin? Weil da ist offen. Sehr gut. Ja, da hat einer die Leiter geklaut, deswegen haben wir das nicht gefunden. Was für gefiese Möppelstiere sind das denn? Leiter klauen. Aha. War da was zu sehen? Keine Probleme mehr. Das wäre erledigt. Gut. Der Arzt sprach von komischen Vorkommnissen in der Stadt. Ich sollte mich mal umsehen. Juhu! Ganz viele Erfahrungspünktchen. Juli, Juli, Ju. Level Cap 99 kommt bald, sagt Devi. Was heißt? Ja, Level 99 ist dein Max-Level. Ja, und? Was wartet denn bis jetzt? Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht 99. Da, hast du Mikos gesehen? Da schätzen wir das, oder? Na, das ist ja nicht 70 aktuell, ja. Heute bin ich übrigens extrem liebensgewürzig zu dir. Weil? Ich gehe jetzt ein Bier holen und bring dir eins mit, wenn du willst. Oh, gerne. Mhm. Das ist ja auch sehr gewöhnlich. Da wohl mal richtig aus. Ist doch deins. Mhm. Also ist deins. Warum? Weil es pisswarm war und mein gerade noch kalt war. Wie kann das denn von uns gleichzeitig rausgehen? Also lass mich nicht durch. Dein steht aber neben dem warmen PC-Muppet. Aber nicht. Mhm. Wir haben überhaupt noch kein gemütliches Licht hier drin. Das ist halt meine Aufgabe. Du hast ja schon gestern das Candlelight-Dinner verhunzt. Wie? Es gab keins. Hm. Estron. LED-Light-Dinner.
Thronfrauen ihre Männer deswegen zu verlassen. What the fuck? Ja, und weil die noch nicht einmal ein Essen gekriegt. Und keine richtige Uhr oder keine Handtaschen, sondern nur popelige Blumen oder ein Essen. Ja, du hast ein Essen bekommen. Ja, ja, aber dafür gehen ja andere. Hier ist der Tempel von Tarsos. Whatever. Hol dir mal den Flottreisepunkt unterwegs. Ja, können wir das und das. Genau. Ah, oh Mann, hier gibt's eine antike Stele. Sehr gut. Die mag ich. Da ist der Eingang. Bis jetzt war für mich keine Stelle irgendwie unzugänglich, Devi, also... Dann schauen wir mal rein in dieses Grab. Wusch. Doch, da waren ein oder zwei Stellen, wo es wirklich in der Nähe keinen Schnellreisepunkt gab. Wo man einen noch gut hinmachen kann, ja. Aber ja. Jetzt nicht unbedingt muss. Ja, mei. Ih, und Skorpione. Finden die was? Nee, ah, die tun nicht. Oh, Gott sei Dank. Oh, Entschuldigung. Ihhh, das hat bis hierhin getropft, du Ekel. Komm mal. Das, Hast du schon mal Batteriesäure gezogen? Nee. Ist mir viel zu lasch. Irgendwie. Ah, guck mal hier. Nee. Auch nicht. Kann das doch nicht sein hier, guck mal. War da, hast du nicht gesagt, Stele? Ja, eine antike Stele. So, hier ist jetzt wieder der Ausgang. Uitgang? Uitgang, ja. Yeah. Stopp! Und was ist da? Was? Nix. Achso, ja, das war das Loch. Okay, okay, ich sag nix. Ich habe nichts gesagt. Ja, wie meint die stand davor? Ja, natürlich stand er davor. Wir haben es noch nicht gesehen. Für den Moment. Aber warte mal, bestimmt ist hier hinter den Fässern. Ah, ja, genau. Ja. Zerschmettern von Gefäßen ist doch asozial. Irgendeiner hat ihn liebevoller Kleinarbeit dahingestellt und war es immer wieder typisch Davy. Einfach alles zerschmettern wollen. Ja, 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 ja. Alles bei. Guck mal. Hä? Jetzt ist er eingeschnappt, weil wir den Spieß mal gedreht haben. Herrlich. Ja, Digi. So schnell kann's gehen. Apropos Zelda und Gefäße zerschmettern. Da habe ich ein geiles, so einen geilen Cartoon zugesehen, so ein kleiner, kurzer Comic. Ein Meme, ne? Ja. Ja, ich kenne den. Und da hat Link auch immer die ganzen Tonkrüge wieder zerschlagen und sowas alles. Und...
Zelda fragte dann mal ganz aufgeregt, wieso er denn im ganzen Palast die Dinger da kaputt macht. Weil er sagte, ja, da sind geile Sachen wie Rubine drin und sowas. Oha, geil. Geile Sachen wie Rubine drin und sowas. Und was macht Zelda? Greift einfach in so ein Ding rein. Ja. Das hat er, damit hat er auch nicht gerechnet. Macht ja sonst auch keinen Spaß. Nee, nee, absolut nicht. Ich auch immer, alles kurz und klein. Absolut niente. Das glorreiche Weingut. Irgendwie komme ich mich jetzt schon wieder in die Witcher-Welt versetzt. Aber schon interessant mit dieser Sphärenkonduktion und dass dann auf einmal alle Monster auf die Welt kamen und so. Wie diese Ebenenbarriere, das, falls du mal drüber nachgedacht hast. Natürlich. Fand ich auch interessant, dass man sich darüber so Gedanken gemacht, wie können die da hinkommen. Ja, das ist selbe Prinzip. Gar nicht mal so blöd. Nee, Vampi, nee. Zelda ist ja... Davy ist ja derjenige, der gerne alles zerschlägt. Statue da oben. Es ist kein Engel. Zu dem Zeitpunkt gab es doch noch überhaupt keine Engel. Gab es schon. Na gut. Kann nicht gegeben haben. Stimmt, gab's. Eigentlich müsste ich mal so ein kleines Programm basteln und Cassie müsste dann immer nur auf die Tastatur drücken, immer plus. Einfach mal nur Plus. Und jedes Mal, wenn Plus ist, dann blenden wir auf dem Stream so einen Kill-Count ein. Das Steuerbüro, das machen wir da sofort hier. Da kann ich keine Gnade. Was dann? Ja, und der Kill-Count zählt dann halt nach oben so, ne? Jedes Mal, wenn ich einen töte, so. Ach so. Geisterpfeil! Borste weggeflogen. Geisterpfeil! Feuerpfeil! Ich komme! voll auf die 12. Plus 6 Fernkampfschaden auf Bögen, glaube ich. Oder ist hier noch jemand? Osterhase. Kriegsvorräte ein und zwei Schätze. Da ist Kriegsvorrat, da ist Schatz. Da ist, Schatz. Da ist noch ein Mann. Neben dir. Und jetzt sieht er dich. Pinkelt sich ins Höschen. Entschuldigung, entschuldigen Sie mal. Hallo, gucken Sie mal hier. Bitte da rein lächeln. Danke. Das wird ein wundervolles Bild. Sagen Sie morgen Bescheid, ob Sie Hochland oder Matt haben wollen. Er wird langsamer zählen wie der Carb-Count. Ja, dann fang nochmal an zu zählen. Vampi, du bist jetzt heute Abend dafür verantwortlich. Du zählst die Anzahl der Kerben und die Anzahl der Kills. Das in den nächsten 45 Minuten. Genau, das gerade war die Nummer 1. Für Kill-Count, ne? Für Kill-Count, ja, wohlgemerkt. Oh. Wo ist denn die zweite Satze? Hä? Oben. Ich habe gesehen, die Satze. Ich will an dieser Mauer hier hoch, an dieser. Jetzt hab ich auch erstoßen.
Aufstoßen? Wieso auch? Ich hab doch gar kein Aufstoßen. Also das Rülpsen. Ja, ich hab. Ich hab ausgelassen Rülpser. Entgasungsprobleme habe ich heute. Steuerbüro, check. Hier ist der nächste auf dem Weg. Also, Kill Count 1, Kerb Count 0. Bild ist hoffentlich immer noch flüssig bei euch. Also immer wenn ich gucke, ist es das. Sehr gut. Ich gewöhne mir jetzt an. Flüssig wie Dünnschiff, ne? Genau. Der Tempel des Heraklesen. Wieso? Ich will doch nur beten zu Heraklesen. Guck mal, alle mischen sich ein hier. Heiliger Heraklesen. Heraklesen, wo ist denn dein Schatzen? Da ist denn der Schatzen. So, ja, wir haben gebetet. Ja. So, und dann haben wir jetzt hier Targeten. Wo sieht man das? Das konnte man auch irgendwo auf Charakter sehen, ne? Auf Charakter konnte man auch so vieles sehen. Fähigkeiten, sim. Zurücksetzen, sim. Nahkampf, sim. Okay. Okay, das ist neu, ne? Da können wir dann später noch... Oh, warte mal, was haben wir denn hier? Haben wir doch eigentlich alles, was wir haben wollten. Erstmal für den Moment, ne? Da brauchen wir doch jetzt nicht noch irgendwie mit anderen Scheiß anfangen. Ja, und alles Max. So, das ist ja cool. Fernkampfschaden. Jägerschaden. Speerschaden. Ja gut, wir arbeiten ja aktuell, aber der meint wahrscheinlich den einen Speer. Kopfschussschaden. Auch nicht schlecht, ne? Schaden bei Tieren, Fernkampf. Widerstand. Effektivität. Boah, guck mal. Die Geisterpfeile müssen wir auf jeden Fall auch mal verbessern irgendwann. Also er ist jetzt nur vom Jäger gewesen. Warte, ja, warte mal. Was ist das denn jetzt hier? Speer, ne? Speer. Geil. So, Speer. Unter Krieger. Speerschaden. Hier. Ja, aber Krieger hat ja auch nochmal extra, ne? Ja, aber Speer ist Jäger wohl offensichtlich. Gut. Hier ist Klingen. Schaden gegen Elite und Anführer. Den willst du machen? Abklingzeit für alle Fähigkeiten. So war zum Beispiel auch nicht schlecht. Bis maximal 20%. Ja, oder du machst dann wie du gerade schon gesagt hast, den Speer. Hilft uns, glaube ich, im Moment am meisten weiter, ne? Ach, guck mal, der steigert sich noch. Ah, guck mal. Hervorragend, ah, sehr gut. Wo ist denn jetzt hier diese allgemeine Übersicht gewesen? War das überhaupt hier? Das war, glaube ich, irgendwo in irgendeiner Ecke, irgendwas ganz Kleines, irgendein Scheiß. Ich habe nie gesehen, dass da bei uns irgendwo stand, dass wir wie viele wir getötet haben.
Im Inventar, ne? Detaillierte Werte da. So, wo steht denn, wie oft wir gestorben sind? Ich will das nur jetzt einmal hier, wie viel wir getötet haben. Stand steht, sehe ich gar nichts. Schaden gegen Spartaner, Schadensmodifikation, Kriegerschaden, Schaden mit Schwert, haben wir einen Treffer, Gesundheit. Schaden mit Sperren plus 21%. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Naja, egal. Wird sich noch herausstellen, alles meine Freunde. Ja? Ach, auf der Uplay-Website? Na, da habe ich jetzt aber keinen Bock hinzugehen. Tripper eingefangen 10-mal. Es ist kein Skyrim, Fumpy. Tripper eingefangen 10-mal. Lange Nacht? Viel zu lang. Ich muss es abschütteln und mich vorbereiten, um Neleos zu besiegen und auf der Siegeswelle reiten bis zu den Olymp... Digga, du sollst mal weniger sagen. Wem mache ich was vor? Vielleicht tauge ich nicht für dieses olympische Zeug. Du bist Aietes, nehme ich an. Lykos schickt mich. Neleos. Neleos? Was denn? Hat er wieder einen Rekord gebrochen? Nein, er ist krank. Nein, hat er nicht. Er ist ins Bett gefesselt. Also wieder eine komplett durchzechte Nacht, ha? Dann müsste es eine harte Nacht gewesen sein. Neleos ist krank geworden. Mikos schickt mich, weil du der Letzte warst, der ihn gesund gesehen hat. Es ging ihm gut, als er zu Kapos Haus ging, für seine übliche Dosis Hedonismus. Aber ich verließ das Fest ohne ihn und habe ihn seitdem nicht gesehen. Dann muss auf dem Fest irgendwas passiert sein. Besuche Kapos in seinem Haus auf dem Hügel. Er wird wissen, was mit Neleos passiert ist. Das ist doch Syphilis. Aber er lebt sehr zurückgezogen. Du musst seine Aufmerksamkeit erregen. Wenn du etwas von seinem kostbaren Wein zerstörst, der mich immer so betrunken macht, lockt ihn das sicher raus. Danke, Aietes. Ich sehe mir das an. Tja, ich fange besser mal an. Sonst schließe ich nie zu Neleos und den anderen auf. Ja. Wenn du zum Sport gehen willst, dann... Kannst du ihn also ansiehen? Wollen wir ihn anheuern? Nein, komm, dann motivieren. Olympiger. Aietes. Du wirst schon noch Olympiasieger. Glaube an dich. Du hast recht. Ich schaff das. Ich muss einfach nur hart an mir arbeiten. Ihr kann das. Danke, dass du an mich glaubst. Ich werde Neleos und die anderen besiegen. Alles fängt mit der richtigen Einstellung an. Olympiasieger Aietes. Ja, das klingt doch perfekt. Ich werde der Beste der ganzen griechischen Welt. Moment. Schon wieder Privatkurs. Nein, Devi fragt jetzt direkt wegen unserem Stellenangebot. Ja, du lernst mit unserer Software umzugehen, du lernst, wie es in der Hotellerie zugeht und dann bringst du die richtige Benutzung den Kunden bei und hilfst den Kunden, wenn sie Probleme haben und stellst Nachforschungen an. Wenn sie was Neues wollen, berät sie darüber, wie am besten sie in den Verkauf gehen sollten, über die einzelnen OTAs zum Beispiel. Ist schon ein bisschen komplexer, wie das im ersten Moment klingt, aber wenn man da Bock drauf hat und sich da reinfuchst, dann macht es auf jeden Fall Spaß und ist auch abwechselndes Thema, wo man halt jeden Tag durchaus Überraschungen erlebt und neue Sachen lernt und neue Sachen sieht und so. Also es wird eigentlich nie langweilig. Vor allen Dingen, da die Software selber sich ja auch jederzeit weiterentwickelt. Wo sind denn hier die Silos? Da ist einer. Einer. Hoch. Zwei. Hinter uns. Dachte ich jetzt auch, aber hier ist nichts, siehst du? Nee, da hat er die Leute nur markiert. Gut, aber muss irgendwo. Da. Nee, ist nee. Ein Mensch. Wird schon auftauchen gleich. Ich schätze, das wird auch noch irgendwo da oben sein. Das Ding werden wir schon finden. Naja, Devi, das
dachte so hinter da. Da. Das mit den Tabletten hat noch etwas andere Hintergründe. Das war damals auch eine sehr, sehr schwierige Zeit in der Firma. Und außerdem suchen die ja jetzt neue Leute, um das zu verhindern. Genau, wenn wir mehr Leute sind, haben wir auch nicht alle mehr so einen Stress, weißt du? Deswegen suchen wir jetzt neue Leute. Wer soll mich denn jetzt bitte dabei gesehen haben, Digga? Ey. Da steht eine Frau. Es ist doch affig. Mach hier von der Ferne. Tschüss. Komm hier nicht rein. Ich kann ja nicht einfach irgendwo drauf schießen, siehst du? Ich muss schon. Doch, stopp, 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 nicht weitergehen. Oh. Mach ich doch. Okay. Naja, das Problem ist, Daniel, unser Boss auf Malta, der Support, also Leiter Support, hat sich schon ein paar Leute angeschaut und das ist alles nicht so das Wahre. Er sagt, lieber Kollegen, die ihr selber kennt und so, die bereit sind, das alles zu lernen. Also lieber Quereinsteiger als irgendwelche vorlauten Penisse, die keinerlei Begeisterung für die Sache mitbringen, so, weißt du? Das muss Carpos Haus sein. Den Alkohol riecht man ja gegen den Wind. Noch mehr lokale Ziele in Carpos Haus? Ja, einen Schatz. Ja, und da sind dann wohl auch noch exotische Weine. Da ist der Schatz. Den greifen wir uns als allererstes. Da sind Männer. Kultisten. Kultisten, danach habe ich gesucht. Ah, das sind diese Ares-Leute wahrscheinlich wieder hier, ne? Oder sind das jetzt hier unsere Kultisten? Oh, komm mal her. Du weißt, du willst das hier haben. Da wird er mit dir, ne? Ich weiß, aber... Hey, ignoriere mich nicht, Alter. Bin ich nicht dein Typ? Tja, du bist auch nicht mein Typ. Komm, los, der will nur das eine. Das ist in einer sehr freizügigen Gesellschaft hier. Ach, ich hätte die andere Attacke nehmen müssen. Ah, egal. Bin ich schon mal ein bisschen mental auf ihren Tod vorbereitet. Alle, die mit uns zur Hölle fahren, das müssen Männer mit Bärten sein. Muhahaha. Carpos? Ja. Carpos, mein Freund. Was hast du getan? Du hast sie ermordet. Nein. Nein, nein, nein. Der Befehlshaber wird mich umbringen. Das war ich nicht. Du gehörst auch zum Kult, oder? Was hast du mir Leos angetan? Nein, 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 nein. Ich habe... nur geschäftlich mit ihnen zu tun. Ich arbeite für den Befehlshaber. Und sag mir doch mal, wer sag das ist. Sag mir, was das für Geschäfte sind. Sonst reiße ich dir deine Zähne heraus. Ein nach dem anderen. Malaka. Na gut. Ich helfe dem... Eigentlich werde ich erpresst. Der Kult des Kosmos will trunkene Athleten für seine Armee. Die Guten bringen sehr viel mehr ein. Hä? Die Guten wie Neleos. Jetzt ist er schwer krank. Sie geben den Jungs irgendetwas. Es macht sie... Es verändert sie. Aha, dasselbe Zeug wieder. Was glaubst du, warum ihre Elite-Wachen so sind, wie sie sind? Ihre Stärke. Das ist nicht normal. Nicht natürlich. Nein. Not human. Sie sind nichts im Vergleich mit mir. Echt? Willst du so prollen? Ja, klar. Okay, egal, haben wir raus den Spruch. Sie sind. Sie sind blass im Vergleich zu mir. Ich habe Mist gebaut. Bisher konnte ich mich nicht wehren, aber... Mit dir an meiner Seite. Können wir vielleicht etwas tun? Ja, wenn ich jetzt kommen, sonst, ne? Die Kultisten haben die trunkenen Opfer immer von meinem Dock zu einer Höhle an der Küste gebracht. Südlich von hier. Keine Ahnung. Was soll ich denn darauf jetzt sagen? So schnell wechselst du die Seiten? Wenn ich dich nicht erwischt hätte, wärst du immer noch auf der Schattenseite.
Sie werden mir nicht verzeihen, was in meinem Haus mit ihren Männern geschah. Und mein Leben ist mir mehr wert als Drachmen. Meine Loyalität gilt nicht dem Kult. Oder Tassos. Du denkst nur an dich selbst und willst deine Haut retten. Normal. Das würde jeder so machen, wenn sein Leben ernsthaft bedroht wird. Rette die Schüler für Tassos, Söldner. Und töte die Kultisten, wenn du schon dabei bist. Das ist zum Wohle aller, glaub mir. Ich rette die Schüler um ihretwillen, nicht für dich. Wenn Neleos irgendwas zustößt, bist du ein toter Mann. Und ich weiß, wo dein Haus ist. Passiert schon nichts. Geh zu den Schülern. Sie sind in der Höhle, im Süden. Folge der Küste, dann siehst du sie. Viel Glück. Alright. Und da ist bestimmt noch was auf dem Weg, ne? Ja, ein Badezimmer. Nö, nix. Nö, daneben. Ja, das hören wir dann ja automatisch. Hui! Hui! Oh, bringst du mir was mit? Also nicht aus dem Bad jetzt. Was willst du denn? Oh, hör, ja, so ein Bierchen wäre nicht schlecht. Schau her, was sagt der Mann? Oh, mein Gott. Ich hab noch einen. Ruckelt das oder bin ich? Also gerade hat's noch nicht geruckelt. Okay. Habe ich wieder einen am Kopf, Digga. Vogel! Das ist der richtige Ort. Drin, aber es war ja klar. Wir können schon mal bis zur Insel vorrücken, bevor Cassie wieder da ist. Normale Menschen und dann auf der anderen Seite so ein Scheiß. Was? Das hat einer mitbekommen? Außer den hier natürlich. Da ist die Kultistenhöhle. Danke dir, mein Schatz. Ah! Kultistenfisch. Oh ja. Fleisch. Fleisch? Ja. Das muss ich auch gleich mit dem Kühlschrank holen. Wenn du das noch essen möchtest, ja. Boah, was für ein Lichteffekt hier. Nun kommt einer. Ist da drüben!
Jo, das blendet uns hier genauso, Neymar. Das ist echt mal übel. Ja, aber ist doch schön, dass sie mal sowas einbauen. Ja, schon. Da vorne ist ein Felsbraun, der die ganze Zeit schreit, sammel mich ein. Rechts oder links? Da, weiter. Boah, Digga. Oh, das Bier prallt aber heute. So ganz leicht im Hinterkopf merke ich so ein klein, leichtes Kribbeln. Ja, ich bin die ganze Zeit dabei, noch so mein Mittagessen aufzuessen, mein Abendbrot aufzuessen. Mm. Das schwächt dann natürlich den Alkohol ab. Das stimmt. Aber ich möchte das auch ungern wegwerfen. Das war gut, Davy. Schimmelpilz, bla bla bla. Nur weil ich einmal ein schlechtes Bier beim Real gekauft habe. Hm. Das wird uns, glaube ich, auf ewig verfolgen. Ja. Yep. Ah, ich merke das schon. Ich könnte ja auch sagen, dass wir nur verschimmelt, weil du die ganzen Rocher von mir aufgegessen hast. Boah. Ja. Davy, der Rocher von ich da. Mm. Ja. Mein Trauma, weil du meine Rocher aufgegessen hast. Nee, wegen dem Schimmelpimmel, Bier. Ja, aber mein Trauma ist schlimmer. Er hat die einzige Schokolade aufgegessen, die ich esse. Aufgegessen auch nicht. Du hast im Schrank ja noch eine zweite Packung versteckt. Ja, aber die müsste ich ja auch noch mit euch teilen. In der Tat. Hm. Griechischer Wein. Hilf uns! Bitte! Wo bin ich? In einer Höhle. Ja. Nummer eins. Oder zwei. Zwei. Verdammt. Tausend. Ja, wartet mal. Lasst mich mal lieber vorgehen, Leute. Leute! Alter! Also der da hinten, der hat's ja kapiert, aber der da vorne, Alter, der ist auf jeden Fall Spurter, oder was? Mhm. Ey, Digga, bleib doch mal stehen, Diggi! Warte mal, so schnell bin ich gar nicht, wenn ich wollte. Also der ist auf jeden Fall Athlet. Definitiv. Juni war die Tage süß. Joni ist immer süß. Ja, aber morgens halt, ne? Er rennt die Treppen runter, rennt die Straße lang, ist so. Und ich kann so in dem Nachbarhaus. Bist du da? Schon geht's los. Ich hoffe, diese Hedonisten haben mein Haus nicht komplett. Was zum Geier? Töte den unter Drogen gesetzten Athleten. Ja, toll. Nee. Er rennt dann so und ich dann so, ey, ich so, wenn du so weit vorrennst, dann brauch ich dich ja gar nicht mehr zur Schule zu bringen. Und er rannte dann weiter und blieb voll abrupt von der Ampel stehen. Söldner. Mama, jetzt brauch ich Söldner. Dich. Er wollte mich töten. Das ist deine Schuld. Die Gefangenen hatten das Tonikum schon bekommen. Der Arzt muss hier gewesen sein, um es ihnen zu geben. Nur einer hat schlecht darauf reagiert. Der andere sieht aus, als könnte er es schaffen. Ja, dann der legt sich gleich nieder. Das sieht nach einem ziemlich wehrhaften Versteck aus. Der Kult scheint wesentlich mächtiger zu sein, als ich gedacht hätte. Dieses Mal hatten wir Glück. Hm. Wer weiß, was mit den anderen Schülern geschehen ist. Die Gefahr sollte man niemandem gegenüber Zeit, dass wir zurückschlagen. Verharmlosen. Das klingt, als hättest du eine Idee. Ja. Wir müssen ihre alte Festung stürmen, Söldner. Mit wir meinst du mich? Können wir den Befehlshaber des Kults töten?
Wir bringen ihnen eine Niederlage bei, die in der ganzen griechischen Welt zu spüren sein wird. Klingt gut. Du willst doch nur, dass ich den Befehlshaber ausschalte, der hinter dir her ist. Klingt auch gut. Ein glücklicher Zufall, schätze ich. Ja, nee, ist klar. Na komm, gib Gas. Wenigstens weiß ich jetzt, dass Neleus nicht nur eine Erkältung hat. Ich muss Mikos davon erzählen. Das ist alles deine Schuld. Also bring die Schüler sicher nach Hause. Werd ich. Gut so. Aber Mimi. Hart gekochte Armschienen, also habe ich wirklich richtig gelesen. Okay. Wer hatten die so hart gekocht? Harte Lektionen gibt's hier noch. 350 Meter, sim. Was haben wir denn auf dem Weg, sim? Da, wo unser Schiff ist, hätten wir noch so ein Ding gehabt, ja. Ein Ding, sie. Ja, aber da ist ja auch gleich das. Ist wahrscheinlich die Schule. Toter Hirsch! Geröstet. Ach ja, ich liebe diese Freitage. Der Freitag. Ah, Bumm, zack. Ah, nee, doch nicht. Ach komm, drauf geschissen. Ich hab heute meinen gütigen, merkst du? Ist das jetzt eine Stadt oder? Ja, es ist keine Siegelfestung, sagen wir mal so. Nee, das ist eine Stadt. Ja, was wollte ich gerade sagen? Du bist flaschig. Ich liebe diese Freitage. Freitag ist echt, finde ich, für mich so der geilste Tag in der Woche. Ja, und er war auch heute irgendwie so super entspannt, dass sogar Jonas vergessen hat, dass er morgens in der Schule war. Ja. Und echt gedacht hat, es wäre Samstag. Ja, heute war mal ein guter Freitag. Also ein richtig guter Freitag. Bis auf diesen kleinen Mini-Knackspunkt damit. 627 Euro muss man noch zahlen. Ja. Das ist dann 630 rund. Nein, 627 Euro. Ab 25 wird aufgerundet. Wie gesagt, das Geld war da. Das muss Theogenes sein. Alles kann. Der berühmte Gründer dieser Schule. Da drüben scheint irgendwas nicht zu stimmen. Komm nicht wieder, ich will dich nicht schlagen müssen. Ihr werdet kein kleines Mädchen schlagen. Aber wir treten dich, komm! Idioten, ich komme wieder. Ihr könnt mich nicht ewig fernhalten. Ich finde einen Weg hinein. Du siehst stark aus. Kannst du mir helfen? Kommt darauf an, was du brauchst. Information. Mein Bruder Solon ist schon seit Wochen verschwunden. Niemand hört mich an. Sie sagen, er sei weggelaufen, aber er würde mich nie allein lassen. Niemals. Er weiß, ich hasse es, allein zu sein. Wie auch immer, zuletzt wurde er in dieser Schule gesehen. Ich wette, sie hat irgendwas mit seinem Verschwinden zu tun. Bitte, kannst du mir helfen und herausfinden, was mit ihm passiert ist? Allerdings sind wir jetzt pleite, nachdem wir das Auto repariert haben. Also ihr dürft gerne spenden. Der Link ist unten unter dem Video. Ich sehe, was ich herausfinden kann. Du bist netter, als du aussiehst. Danke. Danke mir nicht zu früh. Meine Hilfe ist nicht ganz billig. Was? Du würdest von einem Kind Geld verlangen? Oh ja. Ich mache keine Unterschiede. Söldnerpack. Ich habe ein paar Drachmen. Doch erst musst du herausfinden, was passiert ist. Am Ende des Tages kann ich dir den Preis immer noch erlassen. Aber der Gymnast könnte etwas über sein Verschwinden wissen. Aber Kinder sind ziemlich schlau. Die hauen dich übers Ohr, wo du dabei bist. Mit seinen bloßen Händen besiegen. Oder hieß es, er sieht aus wie eine Chimäre bloß mit Händen? Eine Chimäre mit Händen? Jedenfalls solltest du lieber keinen Streit mit ihm suchen. Also ich also mit dem? Ich suche keinen Streit. Meistens findet er mich. Ich finde heraus, was mit deinem Bruder geschah. Bitte beeil dich. Ohne ihn ist es hier wirklich viel zu ruhig. Vielleicht hatte Nikos ja recht. Hier geht irgendwas vor sich. Der Sache gehe ich auf den Grund. Jetzt heult sie wieder. Eutimos hatte nicht den Hauch einer Chance in diesem Kampf. Sieh nur, wie schwach er ist. Eutimos. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Boah, heute ist das echt schlimm. Ey, wo ist eigentlich Gonzo? Falls du dich in meiner Schule anmelden willst. Kommt noch.
kommst du mindestens 10 Jahre zu spät. Schade. Du musst der Gymnast dieser Athleten sein. Hast du noch nie von mir gehört? Ich bin Eutymos, Lehrmeister der Olympioniken. Unter meiner Aufsicht erringen meine Schüler Siege ebenso leicht, wie Theogenes die Bronzestatue von Thasos in Besitz genommen hat. Und war das leicht? Jeder hat von mir gehört. Ich hab noch nie von dir gehört. Wer? Ich habe deinen Namen noch nie zuvor gehört. Dann musst du ziemlich taub sein. Oder außerhalb dieses Hauses spricht keiner über dich. Ja. Vor allem, dass deine Schüler dazu neigen, zu verschwinden. Verschwinden? Unsinn! Meine Schüler sind Sieger. Sie stürzen sich ständig in Abenteuer. Unter meinen Fittichen steigen sie empor wie ein heißblütiger Pegasus. Erinnerst du dich an einen Schüler mit dem Namen Solon? Glaubst du, du kannst einfach so in meine Schule stürmen und Antworten von mir verlangen wie ein vorlauter Sklave? Dann wirst du bald wie einer ausgeweidet. Okay, dann kämpf doch gegen mich. Sag mir, ob deine Schule mit den verschwundenen Athleten in Verbindung steht. Verbindung? Ha! Unsinn! Hier gibt es nur Blut, Schweiß und Muskeln. Das Einzige, was hier verschwindet, sind die Schwächen in Herz und Körper. Warum stellen wir unser Können nicht auf die Probe? Ich will meine Zeit und mein Können nicht an einen niemand wie dich vergeuden. Klingt nach einem Rückzieher. So kriegst du mich auch nicht rum. Warte, du kommst mir bekannt vor. Ich erkenne dich. Du warst bei den Spielen. Du hast gewonnen, ich bin mir ganz sicher. Danke dir. Natürlich bin ich ein Olympiasieger. Ein mehrfacher sogar. Wenn er schon hält? Das glaube ich nicht. Ich wusste es. Es muss sich toll anfühlen zu gewinnen. Sag uns, was wir tun müssen, um auch Sieger zu werden. Mehr Fleisch essen und ein bisschen mehr trainieren. Ein wahrer Sieger muss vor jedem Wettkampf das Siegermahl essen. Davon habe ich nie gehört. Was soll das sein? 1 Dutzend Schüsseln mit Delikatessen von Schaf und Büffel. Sag ich doch. Es verleiht einem unendliche Ausdauer und die Stärke des Herakles. Lügen! Hört nicht auf diesen Lügner! Das kannst du nicht beweisen. Doch, ich kann. Denn ich habe es probiert. Davon bekommt man nichts als Magenschmerzen. Du bist kein Sieger. Bereite dich auf eine Niederlage vor. Hauptsache, er kämpft jetzt gegen mich. Schlag nicht zu hart zu. Der Söldner könnte bleiben. Oh, scheiße, gegen ihn? Ich schätze mal, du musst um dieser Umkreisung bleiben. Wo kommt der jetzt dazwischen? Keine Ahnung. Kreis scheint irrelevant zu sein. Ja, ich weiß nicht, wenn du rausgehst. Nehmen wir doch eigentlich immer abgetrennte Arenen, oder? Zu einfach. Mal sehen, ob du damit klarkommst. Halt nett, meine Schwester. Werde dir wehtun! Wer von euch? Warte doch mal. Du hier? Glaube ich nicht. Gute Nacht. Jetzt brauche ich auch ein neues Bier. Ich will doch als Mitglied. Wenigstens muss ich die nicht töten. Na komm. Jetzt du. Nicht schlecht. Selbst meine besten Schüler können sich nicht mit dir messen. Das Aufwärmen ist vorbei. So viel Feuer. Dann komm, wenn du dich traust. Tritt wie ein echter Krieger auf unserem Kampfplatz gegen mich an. Ich pass auch auf, dass ich nicht zu viele Knochen breche. Meine treuen Schüler! Dieser Söldling hat den Nerv, mich herauszufordern, den großen Eutymos, in meiner, unserer Schule. Das ist deine letzte Chance, Söldner. Du kannst es beenden, indem du einfach weggehst. Ich bin weg. Bist du langsam fertig? Wir werden sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist, hä? Wir kämpfen wie echte Krieger. Nicht aus Holz, aus Stahl, Digga. Verrecke! Kampf!
Ach, er ist und ist. Ein Kinderspiel. Du forderst mich heraus. Spüre die rohe Kraft meiner Schüler. Verlierer besiegst du nicht, Meister. Hör dazu. Für den Meister. Der Meister ist schon am Boden. Meine Schüler, mein Stolz. Seid ihr mir treu ergeben. Ah, Gott sei Dank. Was jetzt? Jetzt kannst du mit ihm reden. Schon gut. Schon gut. Ich ergebe mich. Du hast meinen Ruf ruiniert. Wie sollen meine Schüler jetzt noch von mir lernen? Dein Stolz hat dich ruiniert. Ich kann nichts dafür. Schön. Du gewinnst. Du bist würdig. Ich sage dir, was ich weiß. Der Unterhalt einer solchen Schule ist kostspielig. Doch wir erhalten eine Menge Drachmen von einem reichen Gönner. Er kommt dann und wann, stinkt nach Wein und wird meist von zwielichtigen Männern begleitet. Ich schätze, sie kommen nicht hierher, um die Sportstätten zu bewundern. Sie interessieren sich für die besten Athleten. Jene, die außerordentliches Geschick und Können beweisen. Sie sehen sie sich genau an. Solon war eine Nummer. Ja, er war einer meiner besten Schüler. Ach, dachte ich. Zusammen mit einem anderen namens Neleus. Das kann sein. Sie waren gute Freunde und gute Athleten. Kurz nachdem die Männer hier waren, kamen sie nicht mehr zur Schule. Ich sorgte mich, dass ihnen etwas zugestoßen sei. Und doch tust du nichts! Selbst wenn du ganz genau weißt, dass etwas nicht richtig ist! Dieser Mann hat mächtige Verbündete und viel Einfluss. Ich wollte etwas tun. Ich stellte Fragen. Doch mir wurde gesagt, dass ich zu meinem eigenen Wohl und dem der Schüler schweigen soll. So ungern ich es zugebe. Ich bin machtlos. Ein starker Mann wie du sollte keine Befehle von einem Trinker annehmen. Du hast recht. Ich war schon viel zu lange schwach. Danke, Söldner. Vielleicht kann ich an anderen Stärken arbeiten. Gewiss. Ich hab alles gehört. Wie kannst du mit ansehen, wie deine Schüler entführt werden? Und das alles für Drachmen? Wie bist du hier reingekommen? Ist das deine Tochter? Männer wie du sind das Letzte. Man kann euch nicht trauen. Man kann niemandem mehr trauen. Dann werde ich eben meinen Bruder retten. Halt. Dein Bruder? Bei Zeus. Was habe ich getan? Solon und andere sind verschwunden. Ich verstecke mich nicht mehr. Vielleicht sollte Neleus der Nächste sein. Ich bin der Meister dieser Schule. Mikos muss davon erfahren. Und muss mich auch so verhalten. Ich sollte zu dem Arzt das Gegenmittel holen. Können wir nochmal einen auf Speer machen, ne? Ja, was? Sein Schlusswort, ne, oder? Willst du das noch? Ja, zum Arzt gehen wir noch eben. Digga? Der ist sehr wohl ins Bett gelaufen. Ich dachte, das wäre auch einer von den Leuten. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich doof. Du kannst ja nichts dafür, du kämpfst und dann kommen auf einmal die Zivilisten und werden dann auch getroffen. Ich meine, klar, stell dir mal normal, vor, das wäre noch so logisch, wie bei den letzten Games von aus der Reihe. Mitten in der Innenstadt von London, ne? Ja. Und vor allen Dingen, wenn du da einen Zivilist getötet hast, war das Spiel sofort zu Ende. Ja. Gut, das haben sie jetzt hier nicht, das ist wieder was anderes, aber... Los!
Na los! Na gut, zu dem Zeitpunkt wurde jeder wegen irgendwas sofort getötet. Also. Kolibri-Schaden, genau. Den muss ich mir merken. Ich hab grad noch gedacht, jetzt mitten durchrennen. Ich weiß doch, was du denkst. Ja. Immer wieder gerne. Dafür hab ich dich ganz doll lieb. Also mich persönlich würde das ja ein bisschen beunruhigen, aber okay. Ich meine, jeder ist da anders. Hui! Sie sind alle tot. Was? Ja. Ja! Zum ich da war da gerade. Ja, da überall. Da. Du Scheiße. Da hinten sind noch Soldaten. Ja, das waren die da. Der Arzt ist auch tot. Hierher, Söldner! Ach, das waren die Kultisten. Kultivista. Kultistas. Doc! Doc! Die Mannschaft hat gekämpft wie die Löwen, doch wir kamen zu spät. Verfluchte Kultisten, sieh, was sie getan haben. Sie haben sie getötet, meine armen Schäfchen. Abgeschlachtet wie die Tiere. Wir müssen weiter. Neleos könnte in Gefahr sein. Ich bereite das Schiff vor. Du solltest gehen. Du kannst hier nichts mehr tun. Spar dir deine Kräfte. Vielleicht überlebst du das. Ich bin Arzt, Söldner. Ich weiß, wenn ein Patient keine Chance mehr hat. Hier das Gegenmittel, wie versprochen. Ich mache alles immer wieder gut, ja, ja. Ich gebe es Neleos. Es ist seine einzige Hoffnung, aber erwarte keine Wunder. Ich lass dich nicht so zurück. Du könntest mich töten und mein Leid ein für alle Mal beenden. Bitte, mehr verlange ich nicht. Nö. Ich töte dich nicht. Es muss einen anderen Weg geben. Bitte, Söldner. Ansonsten sterbe ich hier langsam vor mich hin. Söldner, bitte. Ich habe Schmerzen. Du hättest immer noch Gutes tun können. Er hat so darum gebettelt, also. Ja. Schluss. Wenn das der Kult war, muss ich schnell zurück. Neleos, hier bleibt nicht viel Zeit. Mädels, aufwachen. Ja, liebe Leute, das war die Assassin's Creed Odyssey Session für heute Abend. Es geht jetzt gleich noch weiter mit ein bisschen Live-Musik und mir. Ohne mich. Dex, aber ohne die Cassie, ja. Die Cassie flüchtet. Ja, und schaut ihre Serien. Ja. Ja, das ist unser Freitagsabendsritual. Das brauche ich auch einmal in der Woche so richtig. Bam, jetzt hier. Warte, ich zahle mal nochmal eben die Kopfgelder. Ich auch, weil alle meine Serien kommen donnerstags. Ja, gut. Also, wartet einfach noch ein paar Minuten. Bleibt bitte auf dem Stream. Es lohnt sich. Ich lege gleich noch ein bisschen elektronische Musik für euch auf. Live an den Decks und so. Also, dann mal. Tschüsseli, tschü. Ist klar, Digi. Bis gleich, Leute.